Hi, Andrea hier für tabletblog.de, wieder mit dem neuen iPad, wobei diesmal ziemlich egal ist, ob es das erste, zweite oder dritte iPad ist, denn heute möchte ich euch eine App zeigen, die iShare Plus heißt. Die habe ich bei Google Plus über Robert Scoble entdeckt. Das ist nämlich eine App, mit der man bei Google Plus schreiben kann. Ich habe jetzt für iOS gibt es nur die Standard iPhone App. Die kann man natürlich jetzt auch groß machen, aber es sieht nicht wirklich schön aus. Es ist umständlich damit zu arbeiten. Also ein bisschen pixelig auch. Das ist nicht ganz so toll. Deshalb wurde dort iShare Plus empfohlen. Das kostet, ich glaube, 1,40, 50 so ungefähr. Den genauen Preis weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es sind 2 Dollar und 1 Euro jetzt 1,43 oder irgendwie sowas. iShare Plus, das starten wir mal. Das ist letztendlich ein Google Plus Client fürs iPad. Das gab es vorher nicht. Wie ihr hier im Design schon seht, es ist nicht das beste Design. Soweit ich weiß, wurde das von einem 16-Jährigen programmiert. Zumindest stand das bei Google Plus in den Kommentaren. Kann auch gut sein. Es sieht nicht ganz so schön aus, aber es funktioniert auf jeden Fall deutlich besser als die iPhone Google Plus App hier auf dem iPad. Wir haben hier zum einen Zugriff auf mein Profil, Stream, WhatsApp, die Kreise, und man kann hier verschiedene Kreise dann selbst hinzufügen. Wenn man auf den Edit-Button drückt, hier kann man dann einen Google Plus-Eintrag verfassen mit Bildern, die Kreise spezifizieren, Ort hinzufügen und so weiter. Das wollen wir gleich auch mal machen, aber erstmal das Wichtigste, in den Stream reinschauen. Das ist er jetzt. Da seht ihr auch, es sieht nicht ganz so schön aus wie Google Plus selber. Aber es ist, wie gesagt, deutlich einfacher als die Google Plus iPhone App. Und auch schöner, als wenn man das jetzt im Browser benutzt. Hier kann man so ganz normal durch den Stream scrollen. Und wenn man sich etwas anschauen möchte, dann klickt man einfach darauf. Machen wir hier mal. Hier, wenn man die Kommentare sehen möchte, das meinte ich. Und kann man die Kommentare sehen, ein plus eins geben. Für den Beitrag natürlich auch. Dort oben und auch sehen, wer ein Plus 1 gegeben hat. Das ist also ziemlich Standard Google Plus. Hier an der Seite kann man dann zum einen zwischen dem Stream und WhatsApp wechseln. Außerdem verschiedene Kreise auswählen. Zum Beispiel habe ich hier jetzt Tech-Blogger. Dann kann man sehen, was die so geschrieben haben. Gehen wir wieder zurück. Hier oben kann man dann einmal schnell zu den Kreisen wechseln. Er lädt immer so ein bisschen, dann dauert das, aber sonst ist die App schnell. Wie gesagt, hier kann man dann einen neuen Beitrag verfassen und hier kann ich jetzt einmal das Webbrowser öffnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post offen hätte, könnte man das auch machen. Und mit dem Plus-Button kann man das zum Hauptmenü hinzufügen. Dann wäre jetzt hier nochmal Stream, habe ich ja schon. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in einem Kreis ist, kann man den dann hier auf das Hauptmenü legen und auch beliebig rumschieben, wie man eben möchte. Gut, dann gehen wir mal schnell in die Einstellung, schauen uns an, was es hier so gibt. Nicht so viel, man hat Informationen über den Account, man kann GIFs, die Animation davon ein- ausschalten und das andere sind letztendlich die Nutzungsbedingungen. In die Kreise. Hier können wir unsere Kreise verwalten. Es lädt jetzt hier immer noch so ein bisschen. Da sind jetzt alle Leute, die in meinen Kreisen sind und ich kann hier eben einzelne verwalten, rausschmeißen oder neue hineintun. Und ja, eine Suche ist ziemlich Standard. Kann man nach Posts suchen, Notifications, da öffnet sich so ein Fenster hier. Dann kann man schauen, was da so geschrieben wurde. Dann kann man es beenden und wir schreiben doch einfach mal was. Und dann können wir ein Bild hinzufügen, entweder ein Foto machen, aus der Galerie was aus wählen oder einen Link hinzufügen. Ich mache einfach mal ganz schnell hier einen rein.
ihr gerade seht, das ist nicht ganz so schön. Ich sehe gerade gar nicht, was ich schreibe. Bei dem Link zumindest, da ist die Tastatur hier da drüber, aber hier unten nicht. Aber das ist nicht schlimm. Fügen wir den Link hinzu. Dann erscheint ganz normal wie bei Google Plus dieses Vorschaubild. Und ja, wir können jetzt hier die Kreise spezifizieren. Public. Ah, da haben wir es. Und dann sagen Commenting oder Sharing on und so weiter. Und dann Post. Dann können wir in den Stream schauen, da wird es jetzt schon sein. Da haben wir es auch. Gehen wir wieder raus. Und ja, das ist letztendlich iShare Plus. Eine Sache noch, die nicht ganz so schön ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf kommentieren möchte. Da haben wir es. Dann ist das nur so eine kleine Box. Eben hatten wir ein großes Textfenster, wenn ich jetzt, wo man viel schreiben kann, wenn ich jetzt auch viel schreiben möchte, da wird die Gittybox hier schnell voll. Das ist nur nicht ganz so schön, kein Drama, aber eben nicht ganz so schön. Was außerdem nicht ganz, was einfach noch fehlt, ist, dass man diesen Beitrag jetzt nicht bearbeiten kann. Das heißt, macht ihr einen Rechtschreibfehler oder veröffentlicht aus Versehen irgendein Foto, dann könnt ihr das erst wieder im Browser bearbeiten. Löschen geht aber und plus 1 und so weiter natürlich auch. Gut, das ist iShare Plus fürs iPad. Wie gesagt, kostet was, knapp über 1 Euro. Es ist nicht ganz so schön wie eine offizielle App von Google. Ich hoffe, die kommt noch, aber für den Augenblick ist das auf jeden Fall eine ganz gute Lösung. Ja, ich war Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.